und willkommen bei Draufsicht. Auch in der zweiten Staffel wollen wir uns wieder den aktuellen Problemen aus Gesellschaft, Politik und Wirtschaft zuwenden. Wir werden dabei die globale Draufsicht verlassen und euch zeigen, was um euch herum geschieht. Jeden Tag essen wir 8000 Tonnen Fleisch und wir sind es gewohnt, von morgens bis abends möglichst 24 Stunden rund um die Uhr Zugang zu frischen Nahrungsmitteln zu haben. Wir sind empört, wenn im Supermarkt schimmelige Waren liegen. Zu Recht. Aber was bedeutet es eigentlich, immer frische Waren zu haben? Und was passiert mit denen, deren Haltbarkeit abgelaufen ist? Sie landen in der Tonne, obwohl auch in Deutschland Menschen Hunger leiden. Ein Überblick zum Thema Hunger. Arm, aber sexy. So wirbt Berlin für sich. Ein cooler Spruch, aber was steht dahinter? Jedes dritte Kind wächst in Berlin in Armut auf. Für viele Familien reicht die soziale Unterstützung kaum bis zum Monatsende. Dann heißt es, den Gürtel enger schnallen. Unzählige Hilfsprojekte, von der Suppenküche bis zur Berliner Tafel, kümmern sich um die, die nicht einmal genug zum Essen haben. Doch ist das wirklich sexy? Nicht nur in Berlin, auch weltweit nimmt die Anzahl der Hungernden zu. In den sogenannten Entwicklungsländern, aber auch in den Industrieländern. Über 9 Millionen Hungernde gibt es dort. In den Entwicklungsländern sind es fast 100-mal mehr. Hunger ist das gravierendste Merkmal der Armut. Wer sich keine Nahrung leisten kann, der hat keine Perspektive. Die Beseitigung von Hunger ist daher der erste Schritt im weltweiten Kampf gegen Armut. Dabei reichen die weltweiten Produktionskapazitäten für Lebensmittel aus, um die heutige globale Bevölkerung mit ausreichend Nahrung zu versorgen. Ja, sogar eine zukünftige Gesamtbevölkerung von bis zu 12 Milliarden Menschen müssten keinen Hunger leiden, denn dieser Planet bietet genug Ressourcen für alle. Jeder von euch kann mir sofort die Namen der großen Supermärkte nennen, denn einer steht garantiert in der Nähe. Die billigen Discounter haben in Deutschland Konjunktur. Die großen dominieren und stehen in einem harten Konkurrenzkampf zueinander. Der Preisdruck nach unten trifft angestellte Bauern sowie Produzenten in Deutschland und in den Zulieferländern. Papaya aus Paraguay, Kartoffeln aus Äthiopien oder Ägypten. In unseren Supermärkten finden sich Lebensmittel aus der ganzen Welt. Dabei sind in Deutschland die Lebensmittel gemessen an dem durchschnittlichen Einkommen so preiswert wie kaum woanders. Nur knapp 12% seines Budgets gibt ein deutscher Haushalt im Durchschnitt für Nahrung aus. Die Lebensmittel sind vor allem deshalb so preiswert, weil 5 große Supermarktketten über 85% der Marktanteile in Deutschland besitzen. Diese Unternehmen können gegenüber ihren Lieferanten nahezu jeden Preis festlegen. Der niedrige Preis wird an die Produzentinnen weitergegeben. Während sich die Supermarktketten im Preiskampf um Wettbewerbsvorteile gegenseitig unterbieten, leiden die Menschen in den Produktionsländern unter den schlechten Arbeitsbedingungen. Um diesen Mechanismen entgegenzuwirken, wurde die Supermarktinitiative gegründet. Wir sprachen darüber mit Franziska Humbert von Oxfam. Das sind 24 Organisationen aus dem Bereich Entwicklung, Umwelt und bäuerliche Landwirtschaft sowie auch Gewerkschaften. Und wir setzen uns eben ein, dass dieser Missbrauch der Nachfragemacht, wie wir das nennen, also der Macht gegenüber den Lieferanten, die Preise zu drücken, dass dieser Missbrauch bekämpft wird und dass eben diese gesetzliche Offenlegungspflicht eingeführt wird. Und dann als letztendlichen Schritt, dass tatsächlich eine Pflicht eingeführt wird, dass innerhalb der gesamten Lieferkette soziale und ökologische Mindeststandards eingehalten werden. Die Supermarktinitiative startete zusammen mit dem Netzwerk Cora die Transparenzkampagne. In der Transparenzkampagne fordern wir gesetzliche Offenlegungspflichten für Supermärkte und andere Unternehmen, die die gesellschaftlichen, die ökologischen und sozialen Bedingungen, unter denen sie ihre Produkte herstellen, veröffentlichen sollen. Wir glauben, dass Transparenz der erste Schritt ist, um Unternehmen zu gesellschaftlich verantwortlichen Verhalten zu bewegen. Denn wenn sie tatsächlich die sozialen und ökologischen Bedingungen offenlegen müssen, unter denen sie produzieren, ist das vielleicht der erste Schritt, dass sie die ausbeuterischen Arbeitsbedingungen oder auch die Umweltschäden, dass sie die nicht mehr zulassen wollen. Im Jahr 2008 gab Oxfam eine Studie in Auftrag, die die Arbeitsbedingungen im Bananenanbau in Ecuador und im Ananasanbau in Costa Rica untersucht. Ecuador und Costa Rica sind eines der Hauptlieferanten für Bananen und Ananas.
Arbeiterinnen, die Ananas ernten oder Bananen ernten, verdienen nicht genug, um ihre Familie damit zu ernähren. Außerdem kommt es vermehrt zu Gesundheitsschäden durch den ständigen Einsatz der Pestizide. In Costa Rica und Ecuador werden systematisch Gewerkschaftsrechte verletzt. Sobald Arbeiter eine Gewerkschaft gründen wollen, werden sie entlassen oder ihnen wird zumindest mit Entlassung gedroht. Sie werden eingeschüchtert und wenn sie entlassen worden sind, kommen sie auch auf eine schwarze Liste, sodass sie bei anderen Unternehmen nicht mehr eingestellt werden können. Doch nicht nur Lebensmittel werden unter katastrophalen Bedingungen hergestellt. Auch Kleidung wird oft in Ländern produziert, in denen Arbeitsrechte nicht gelten. Las condiciones laborales de estas mujeres es profundamente preocupante, inhumano. Trabajan 9 horas diarias, 6 días a la semana. Por otro lado, no tienen una ventilación adecuada, no tienen protectores para la nariz, para los oídos, mascarilla para la boca, no tienen botiquín a la hora de una emergencia, no hay salidas de emergencia, no tienen agua para el consumo, no tienen ninguna salubridad, no tienen pausas. Solicito que en principio se haga una investigación de origen, de origen de las de la confección del vestuario. Luego que sigan las campañas con énfasis en... Y luego sería importante que se hiciera un convenio entre clientes de Alemania o de Europa y proveedores de en Guatemala. Die Bemühungen der Transparenzkampagne zeigen, dass gerade auch in Deutschland etwas getan werden kann. Wir haben heute eine Online-Petition gestartet, wo man eben die Petition oder den Appell an Bundeskanzlerin Merkel unterstützen kann. Darin rufen wir sie auf, eine gesetzliche Offenlegungspflicht für soziale und ökologische Bedingungen in der Lieferkette von Unternehmen durchzusetzen. Auch Verbraucher haben Einfluss auf die Bedingungen, unter denen unsere Lebensmittel und unsere Kleidung hergestellt werden. Das Preisdumping in den Supermärkten, vor allem zu Ungunsten der Produzenten im Ausland, stellt nicht nur ein Problem, sondern auch eine Chance dar. Denn jeder kann mit seiner aktiven Einkaufsentscheidung zu einem wirklich fairen Preis beitragen. Dass sich die Politik auch nach Jahrzehnten nicht dazu aufraffen konnte, für mehr Transparenz zu sorgen, sollte den Einzelnen nicht davon abhalten, aktiv zu werden. Was passiert denn nun mit dem Essen, das täglich übrig bleibt und nicht mehr verkauft werden kann? Da ist zum einen die Berliner Tafel, die es an Bedürftige abgibt. Und dann sind da noch die, die es sich einfach selbst von der Straße holen. Sie gehen nachts auf Essensjagd in den Resterampen der Supermärkte. Laut einer Studie der Welternährungsorganisation von 2010 werden 50% aller Lebensmittel weggeworfen. Allein in Deutschland landen jährlich 20 Millionen Tonnen Lebensmittel im Müll. Allerdings ist der größte Teil davon noch genießbar. Das sogenannte Dumpster-Diving oder auch Containern genannt, ist eine Methode, dieser Verschwendung entgegenzuwirken. Diesem Ziel hat sich auch die Berliner Tafel verschrieben. Ehrenamtliche Mitarbeiter sammeln in dieser Organisation Lebensmittelspenden ein und verteilen diese an Bedürftige. Woher kommen diese Spenden? Wir bekommen die Lebensmittelspenden überall da, wo normalerweise Lebensmittel gekauft werden. Im Supermarkt, im Discounter, in den Bäckereien, aber auch in den Großmärkten. Wir sind ursprünglich angetreten, weil wir gesagt haben, das kann nicht sein, dass so viele Lebensmittel weggeworfen werden. Da müssen wir was dagegen tun. Es hat also einen sehr politischen Ansatz. Und wie sieht die Arbeit der Berliner Tafel aus? Die Lebensmittel werden alle eingesammelt, unabhängig von der Qualität. Hier im Lager in der Beusselstraße wird diese Qualität kontrolliert, hier wird sortiert und hier werden nur einwandfreie Dinge verteilt. Dass das natürlich 1B-Qualität ist, das ist logisch. Diese Arbeit leisten ehrenamtliche Mitarbeiter. Ohne ihr Engagement könnte die Berliner Tafel nicht so vielen Menschen helfen. Welche Motivation steckt hinter ihrem freiwilligen Einsatz? Ich habe gesehen, dass hier auch viel gute Arbeit geleistet wird und deswegen mache ich das jetzt momentan ehrenamtlich und mache es noch weiter, solange ich es kann. Die Hartz-IV-Empfänger, die haben nicht so viel Geld und in der Kirche können sie hier die Tafel, zahlen sie 1 Euro und dann kriegen sie Essen. Dieser gute Zweck kommt 350 Einrichtungen in Berlin zugute. Wie sehen die Gesetze aus, die den Umgang mit Lebensmittelspenden regulieren?
Es gibt lebensmittelhygienische Gesetze, die sind auch EU-Norm. Wir sehen allerdings jetzt gerade beim EHEC-Skandal, dass das offensichtlich sich gar nicht so einwandfrei nachvollziehen lässt. Insofern sind manche Gesetze auch eigentlich nur für die Tonne. Fleisch und Fisch bei dem, was eingeschweißt ist und wo das Verbrauchsdatum überschritten ist, das muss weggeworfen werden, da gibt es kein Vertun. Während ein Mindesthaltbarkeitsdatum, wie das deutsche Wort Mindest ja schon sagt, überhaupt kein Kriterium ist. Das kann so lange benutzt werden, bis jemand der Meinung ist, jetzt ist es schlecht. Dass die meisten weggeworfenen Lebensmittel noch essbar und dazu auch noch gesund sind, zeigen uns Dumpster-Diver auf dem türkischen Markt. Einige von ihnen haben wir getroffen und sie gefragt, ob sie noch andere Beweggründe haben, weshalb sie hier nach Essen suchen. Das ist alles meistens noch total in Ordnung. Also hauptsächlich für, wir sind ein großes Haus für die Menschen oder für die Etage. Oder machen wir auch Fuki für die Zwecke. Gemüse oder Obst, das esse ich gern, das ist gerade übrig. Und auch Fragen noch weiter runter gehen vielleicht auch, weil bevor sie es vor allem wegschmeißen, dann kriegt man es auch geschenkt. Also ich kann es nur empfehlen, das zu machen. Das ist einfach ein Avocado, die von Südamerika kommt und hat wahrscheinlich 12.000 Kilometer gereist. Und jetzt ist einfach Müll. Und das ist eine, wie sagt man, Verschwendung oder so, für das Energie. Für manche Personen steckt mehr dahinter. Wir haben Raphael und Nirbis beim Dumpster Diving begleitet und sie haben uns von ihren Motiven erzählt. Selber seit 17 Monaten ohne Geld. Ich glaube, wir haben ein System auf der Erde, wo wir sehr, sehr viel Lebensmittel und andere Dinge verschwenden. Wir leben im Überfluss und deswegen ist, glaube ich, ganz wichtig, dass wir alle versuchen, unseren Konsum so weit wie es geht zu verringern, von den Resten, die unser System anfallen lässt, zu leben. Also die allermeisten sind super. Hier ist eine, die ist ein bisschen schlecht, aber der Rest ist 90% kann man essen aus der Tonne. Also wir recyceln normalerweise überall, in Supermärkten und Bioläden vor allem, weil wir natürlich versuchen, vegan, aber auch bio zu leben. Ich glaube, dass es ethisch sehr viel korrekter ist, die Sachen aus der Mülltonne zu holen, als sie da drin zu lassen. Von daher fühle ich mich im Recht oder ich glaube, alle Leute, die versuchen, den ökologischen Schaden, den wir in der Welt anrichten, mit unserem System zu verringern, dass das auf jeden Fall der richtige Weg ist. Für die Berliner Tafel geht es vordergründig darum, Bedürftige mit Lebensmitteln zu unterstützen. Die Gründe von Dumpster-Divern reichen von finanziellen über ökologische bis hin zu rebellierenden. Beide verbindet jedoch die Überzeugung, dass weniger Verschwendung der gesamten Gesellschaft und der Umwelt zugutekommt und dass jeder Einzelne von uns einen kleinen Beitrag dazu leisten kann. Eines ist hier klar geworden, Essen ist viel mehr als nur den eigenen Hunger befriedigen. Bewusstes Einkaufen und Ernähren kann auch anderen zugutekommen. Das war unsere erste Folge unserer neuen Staffel Was steht in deiner Macht? Heute zum Thema Hunger. In der nächsten Ausgabe wenden wir uns einem weiteren Grundbedürfnis zu, dem Wohnen. Wenn ihr wollt, bis dahin.